Schaut so krass aus, wenn du da hochguckst. Jetzt sehe ich es leider nicht mehr. Oh, auch mit das mit den blauen Pilzen schaut hier so geil aus. Oh. Oh, wenn du da hinguckst, da zum Ausgang, guck mal, die Sonne geht gerade auf, wie das aussieht. Orientierungsverlust, yay! Hier draußen muss auch noch was gebaut. Also hier muss noch begrünt werden. Das schaut ein bisschen traurig aus so. Boah, schau mal, wie viele Leute da anstehen. Schau das mal an. Nochmal zum Schluss hin nochmal richtig nass machen alle. So, die ersten fahren los, wenn die nächsten aussteigen können. Alter Schwede, schau dir das an. Hunger, Durst. Okay, die Leute haben, wenn die da rauskommen, haben die mega Knast. Okay. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz, das müssen wir mal ganz kurz überlegen. Ein Lebkuchen aus! Piraten? Ja, wir sind ja hier in einem Wassersetting, genau. Alter, das ist ja mal cool. Oh, das finde ich total toll. Oh, es ist groß. Das ist ja mal riesig, das Ding. So Spaceship-Look, okay. So, jetzt schauen wir mal, ich will das... Das ist ein Piratenimbiss, genau. Jetzt müssen wir das bloß irgendwie so hinbekommen, dass das nicht stört auch. Es kollidiert halt hier immer sauheftig mit dem... Mit der Bahn dahinter, das ist ein bisschen schwierig. Blockiert? Warum ist denn das hier alles blockiert? Das ist blöd, dann kriegen wir nur solche Läden rein, das ist doch schade. Ja, aber den kriegen wir doch hier unter. Tasty! Chief Beef! Okay, der wird auch gleich angenommen. Getränke. Was gibt's hier? Cosmic Cow Milkshakes! Okay. Also sie werden auf jeden Fall angenommen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Mülleimer. Die Toilette wäre auch toll. Aber die ist zu groß, oder? Nee, die ist zu groß. Die kriegen wir da nicht rein. Und das ist auch zu mega. Diese Lebkuchenhäuser! Ich finde die super!
Also von Grund auf selber bauen, ja schon, aber dann will ich auf jeden Fall nochmal mich ein bisschen vorher üben dran. So, das ist so im Saloon-Look, eine Bank. Die passt aber da irgendwie nicht rein. Das passt aber auch eigentlich nicht rein hier. So. Pass auf, wir brauchen einen kleinen Souvenirstand vielleicht noch. Boah, kleiner Souvenirstand, ja. Der passt aber rein. Okay. Jetzt brauchen wir definitiv noch hier Mülleimer. Weil ansonsten müllen die uns hier alles voll. Die Schweinebären. Bänke haben wir hier einen Haufen. So. Monatsbericht, schauen wir mal. Im Juni haben wir tatsächlich Geld gemacht. So. Ein bisschen Licht brauchen wir noch. Schick, schick. So. Ist der Weg ein bisschen beleuchtet? Alter Schwede, sind da viele Menschen! Was man im Spiel machen kann, ist einfach geil. Finde ich absolut genauso. Ich sehe das genau wie du. Es ist unfassbar, was da alles geht. Also, und vor allem in der Flüssigkeit auch. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass dieses Spiel irgendwie besonders leckt oder sowas. Sondern es läuft halt echt flüssig, ne? Und das ist halt echt wirklich, muss man sagen, absolut lobenswert. Dass die das so geil hinbekommen haben. Also muss ich sagen, Respekt. Wirklich ein Respekt. Und das ist ja jetzt nicht erst seit, nicht irgendwie seit gestern oder was so. Sondern die haben das Spiel ja schon monatelang auch in frühen Versionen gehabt, die genauso geil liefen, wo ich sagen muss, krass, Alpha, Beta, mega. So. Nein, shit. Brauchen mehr Pflanzen. Ich finde das ein bisschen schade. Wir haben zu wenig Pflanzen hier. Player, grüß dich! Du hast mir hier gerade leider nicht angezeigt, warum auch immer das so ist. Vielleicht kommt das ja noch.
So. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. So, und hier brauchen wir jetzt nochmal Licht. Und zwar Special. Versteckt mal hier den Lautsprecher. Können wir das? Bestimmt, oder? Cool. Also meine Lieben, es wird schon so langsam, Detailplanung. Wir fangen jetzt an, hier den Weg weiterzuziehen. Der Weg soll ja hier hinten enden bei unserem Märchenwald, der leider ein bisschen verwaist ist, weil hier keiner hin mag. Wir könnten das jetzt natürlich mit einem Fahrgeschäft alles wiederbeleben. Und zwar, wir haben doch hier so ein Märchenwald-Fahrgeschäft. Magic? Ja. Das ist ein Märchenwald-Fahrgeschäft. Damit könnte man natürlich die Ecke hier hinten wieder ein bisschen zum Leben erwecken. Eingang und ein Ausgang. So, jetzt pass mal auf, wenn wir das so machen. Das mal so. Und den Ausgang nehmen wir auch noch für wen. Machen wir einen Test. Das schaut ja cool aus. Übelkeit, Nervenkitzel. Lebkuchen für den Märchenwald. Boah, das wäre eine coole Idee. Können wir das jetzt auch schneeig machen? Das wäre auch cool. Nee, das geht leider nicht. Aber was wir im Märchenwald brauchen, ist definitiv noch was anderes. Na, das schaut ja doof aus. Dann müssen wir hinten noch ein bisschen tiefer. Müssen wir noch ein bisschen tiefer hier hinten. Das ist jetzt Schmutzwasser. Mach nochmal weg. Stehendes Wasser. Auch schön, aber nicht so schön, wie ich es mir wünschen würde. Bisschen welligeres Wasser. Aber ich finde, Schmutzwasser passt hier schön dazu. So, haben wir hier noch einen kleinen Tümpel. Das Fahrgeschäft habe ich doppelt. Ja, das steht hier hinten auch nochmal, ich weiß. Aber ich versuche ja, ein paar Leute herzuziehen. Wobei, das wird auch noch nicht so gut angenommen. Pass auf, jetzt können wir mal versuchen, ob wir das hier ein bisschen hübscher hinbekommen. Gruselig hübscher. Das ist alles nicht so einfach.
Das ist nicht so schön einfach. Das mal so. Jetzt brauchen wir noch irgendeine Art Totenbaum noch dazwischen. Also ein ganz kaputter Baum wäre eigentlich ziemlich cool. Das sind ja nur so leicht kaputt, also so kleine. Irgendwie, weiß ich noch nicht. Ja, also kein Platz mehr in dem Park, das kann natürlich irgendwann passieren. Aber ganz ehrlich, bis wir da hinkommen, das dauert schon noch ein bisschen. Das dauert schon, glaube ich, ein kleines Momentchen, ne? Was seht ihr da? Was sind eure Gedanken? Lasst mich teilhaben. Zufriedenheit, Hunger, Durst, Toilette. Warte mal, Toilette ist doch hier, oder? Das ist doch eine Toilette. Dem geht super. Okay, pass auf. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen verbessern. Wir brauchen hier nochmal so eine Art Bank. Nochmal irgendwie so eine Art Müllheimer. Ah, hier haben wir schon einen. Okay. Wasserfontäne? Boah, ich hab die Idee hier. Ich hab die Idee. Warte mal kurz. Zu hoch. Geil. Machen wir mal in den Baum hier. Machen wir nochmal einen Lautsprecher hin. Zwergenschmiede. Jetzt stellt euch das noch einmal in beleuchtet und cool vor.